Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Hearthstone-Video. Ja, es hat in der Tat ein wenig gedauert. Da brauchen wir gar nicht um den heißen Brei drumherum reden. Ich entschuldige mich da in dieser Hinsicht bei den Hearthstone-Fans dieses Kanals. Nun soll es dennoch, ja, weitergehen. Ich habe Lust auf einen Arena-Run, den ich halt auch komplett von Anfang bis Ende, in der Form hochladen werde. Ja, ich möchte 150 Gold investieren von dem, was ich so inzwischen angespart habe. Und im Verlauf dieser Arena halt am Ende im besten Fall mehr rausholen, als diese 150 Gold an sich sind. Da gibt es halt so eine bestimmte Anzahl an Wins, ja, bei denen das der Fall ist. Und deswegen kann die Arena ziemlich gut sein, um sein Gold, um den Nutzen des Goldes oder was auch immer zu steigern. So. Deswegen kaufen wir sie auch schnell. Ich habe auch relativ lange keine Arena mehr gespielt, aber wir haben auf jeden Fall eine ziemlich gute Auswahl, was die Klassen anbetrifft. Als ich relativ aktiv gespielt habe, war Paladin definitiv die beste und Mage gleich dahinter an zweiter Stelle. Wobei Schurke auch ziemlich gut ist, ehrlich gesagt. Druide ist so mittelmäßig. Ich fühle mich mit dem Paladin immer wohler, ehrlich gesagt. Einfach dieses Traden mit dem Gottesschild ist ziemlich stark. Ich muss dazu sagen, dass sich meine Hearthstone-Videos generell nicht unbedingt an Anfänger richten. Ja, falls euch das Spiel interessiert und euch Grundlagen fehlen, könnt ihr euch irgendwelche Tutorials vielleicht anschauen. Weil wenn ich das halt an Anfänger richten würde, meine Hearthstone-Videos würde es einfach zu viel zu erklären geben. Hier die ganzen Picks, die ich hier mache, sind meiner Meinung nach beispielsweise recht offensichtlich, wenn man sich ein bisschen mit dem Spiel auskennt. Ja, es ist so ein bisschen mehr in Richtung, wenn man schon Erfahrung hat, sozusagen. So, das ist das Erste, wo es ein bisschen also ja, wo es halt ein bisschen schwieriger ist, weil Paladine haben gute Waffen, was den Schreckenscorsair natürlich besser macht. Der hungrige Drache ist an für sich betrachtet eigentlich nicht so gut. Es ist mehr oder weniger eine Winmore-Karte, beziehungsweise eine, wenn man sich gerade stabilisiert hat. Während der Schreckenscorsair ziemlich gut ist, halt einen ziemlich hohen Tempovorteil bringt, wenn man eine Waffe hat. Da ich aber noch keine habe, nehme ich, glaube ich, den hungrigen Drachen. Wenn man beispielsweise Master for Battle hat und dann, also im dritten Zug spielt und dann im vierten hungriger Drache und den 1er-Drop dann killt, dann ist das meistens ziemlich gut. Ja, Gottesschild, wobei die anderen Karten waren eigentlich auch nicht schlecht. Tja, wir könnten entweder eine Karte ziehen, jemanden buffen zum Traden oder. Oh, das ist gar nicht mal so einfach. Ich denke. Ja, ich habe Lust auf proaktives Traden, wenn ich beispielsweise einen meiner Heldenfähigkeits-Boys überhab, könnte ich den in einen bis zu 4 Health Minion traden, was nicht schlecht ist. So, hier haben wir leider einen ziemlich schlechten Pick. Da ich nicht genug Max habe, zumindest zu dem Zeitpunkt, es auch nicht so aussieht, als würde ich mehr bekommen, nehme ich, denke ich, einfach hier die höchste Karte. Bis jetzt ist das Deck im oberen Mittelfeld. Es kommt wirklich drauf an, ja, wie es so weiter verläuft. Das könnte eine Catch-up-Karte sein, nehme ich mal, weil momentan sieht es nicht so aus, als hätten wir von Anfang an hier die Feldkontrolle, ja. Ich denke, in dieser Hinsicht könnte uns Leben auch helfen, um wieder ja, uns zu stabilisieren. Wobei ich die Karte eigentlich auch mag. Ich finde die so ein bisschen underrated, weil die tradet halt im Late Game beispielsweise viel besser als die. Aber da es ums Early und Mid Game meistens geht in der Arena, nehme ich natürlich den Imbissbuden Tuska. So, Verteidiger von Argus ist ein Paladin auch. Richtig gut hier. Relativ einfache Entscheidung. Spider Tank. Perfekter Dreier Drop. Weihe ist auch immer ziemlich nice, ehrlich gesagt. Hier nehme ich mal den Drachkin. Wobei die Kartenziehkarte eigentlich auch nicht schlecht gewesen wäre. Hier dieses Vieh, was bufft, wenn's stirbt. Die Karte ist richtig gut im Paladin. Zwei wahnsinnige. Was? Wahnsinnigere Bomber. Wahnsinn. So, hier nehme ich den Dreier-Drop. Ich muss auf meine Zweier-Drops aufpassen. Das ist so ziemlich Mid-Game zentriert hier mit Vierer-Drops und so. Wow, das ist ziemlicher Trash, aber naja, mein Gott.
Shredder, das ist eine schwierige Entscheidung, ehrlich gesagt. Ich kann entweder einen Shredder nehmen, noch einen richtig guten Vierer-Drop. Oder halt was, was mir im Late-Game hilft. Wobei die Might des Sees auch nicht mal schlecht ist. Da ich kein Sick Late-Game habe, nehme ich hier den Qualier. Räuber. Oh, ich glaube, ich muss hier den 2-Mana-2-2er nehmen. Vielleicht nehme ich noch einen Secret bei Rächer oder diesem 2-1er-Block den Angriff. Würde sich sogar lohnen. Hier ist die Karten-C beim Angriff. Karte am besten. Wie viele Early Game Drops habe ich denn? 1, 2. Oh mein Gott, das sieht schon mal richtig bitter aus. Schade, dass ich hier nicht diese Karte nehmen kann. Wobei es. Also, wenn wir im Early Game nicht überrannt werden, ist das eigentlich nicht schlecht. Müssen wir auf jeden Fall mal schauen. Grim Pay. Wow, das ist ja richtig heftig. Die Karte ist nicht schlecht, wenn ich gegen den anderen Paladin spiele. Ich glaube nicht, dass ich hier irgendwas Gutes. Naja, es muss Grim Patron sein. Oh mein Gott, das ist auch echt schade. Wir haben auch keine einzige Waffe genommen. Ich glaube nicht, dass ich mit 2 Mana, 2-2ern weit kommen würde. Deswegen nehme ich hier einfach mal den Toastmaster und hoffe, dass wir uns irgendwie bis ins Late Game durchschlagen können. Das Deck ist leider nicht optimal geworden. Es kommt ein bisschen auf unser Drawlock an. Das heißt, die wenigen Zweier, Dreier, die wir haben, oder Zweier besser gesagt, ja, sollten am Anfang da sein, sonst wird es schwierig. Es kommt natürlich auch den Gegner an. Schauen wir mal. Ich schätze 6 Wins und das schon mit einer positiven, also mit einer, ja, optimistischen Einstellung. Das ist eine gute Art, das zu formulieren. Aber vielleicht kommen wir mit dem Deck ja weiter. Wäre nicht schlecht. Ich meine, es ist eigentlich nicht so schwer, was man ausgibt, wieder reinzuholen, sozusagen. Oh, Choke ist auch noch die Counterklasse schlechthin. Für Paladine müssen wir mal schauen, wie das so läuft. ja, das ist so ein Surrender-Spiel, würde ich sagen. Zumindest die Starthand ist jetzt, ja. Er wird hundertprozentig seine Heldenfähigkeit jetzt benutzen, damit er meinen Guy töten kann, damit der Guy nicht seinen Worgen töten kann. Ja, so sieht's aus. Wobei, also, ne, das ist jetzt schon einer Drop, aber irgendwie, ja, so extrem stark. So extrem ist das jetzt nicht. Ich meine, was er auf dem Feld hat, kann er jetzt nutzen, um meinen Dreier. Ja, das gefällt mir irgendwie besser, hier gleich den Worgen auszuschalten. Ich meine, im Prinzip ist es dasselbe. Wahrscheinlich, außer dass ich ihm die Fähigkeit nehme, jetzt irgendwie sein Monster zu buffen, wobei da jetzt nicht so viele Möglichkeiten zu gewesen wären. Und die hier ist halt besser im Late Game als die, deswegen habe ich hier den Ansturmball genommen. Hier könnte schön seine Kreatur buffen, seinen Karten-C-Boy, was ich aber nicht möchte. Deswegen spiele ich den 4-5er und in der nächsten Runde könnte ich, falls er nicht tradet, was irgendwie eh unwahrscheinlich ist, auch den Kodo spielen. Und ja, wir haben uns komischerweise gut ins Midgame getragen. Ja, also er hat halt seine Münze noch nicht benutzt, was ein bisschen scary ist, ehrlich. Oh mein Gott. Nein! Ja, nice! Bitte kein Zap, bitte kein Zap. Oh. Ha, das ist. Könnte für mich schlechter. Ja, das Kartenziehen ist extrem nervig. Das ist das, was sicher ist. Ansonsten. Oh, ich könnte meinen Worgen buffen und hätte dann. So, dann hätte ich. Moment, bleibt er dann Stealth? Oh mein Gott, das ist eine gute Frage. Wenn man einen Stealth-Typen bufft, würde er dann. Keine Ahnung, Mann. Alternativ könnte ich den Koro spielen, was nicht. Also ich probiere es einfach. Ich meine, im Endeffekt. Ich hoffe einfach, dass es funktioniert, dass der getarnt bleibt. Oh, nice. Das ist gut, weil sonst hätte er einen ziemlich guten Trade und der Trade ist nicht so gut. Er braucht erst seine Heldenfähigkeit, was ihn wieder verlangsamt. Ich habe einen richtig guten 6er Drop. Der ist auch nicht schlecht, ehrlich gesagt. So im weiteren Verlauf des Spiels. Ich hoffe, dass ich irgendwie hiermit was Gutes weghauen kann. Das ist hart. Ich glaube, ich lasse den Worgen auch erstmal, ja. Also ich könnte entweder den Torn spielen und doch, ich glaube, das ist besser hier. Weil falls er hat jetzt ziemlich viele Spells schon benutzt und ich halte es halt für wahrscheinlich, dass er jetzt seine beiden Sachen hier in den Torn traden muss.
sodass er langsam ziemlich viel Face Damage bekommt. Falls er jedoch wieder irgend so ein Abyssal Raid hat oder so ein Trash, ja, dann sieht es nicht so gut aus. Das sieht jetzt schlimm aus, aber geht eigentlich, weil er ist einfach mal schon bei 15 Leben. Okay, das ist ein mieser Trade, das stimmt. Oh Mann, warum hat er denn keinen mit. Oh, nice, nice, nice. Naja, nicht. Wobei. Ja, ist eigentlich nicht schlecht. Den Trash Scientist spiele ich hier auch mal, nur damit er irgendwie möglicherweise irgendwas trainen kann. Und halt, zum Beispiel, wenn ich einen Guy gemacht hätte, hätte er den nehmen können und den einfach töten können, was ich nicht will. Deswegen spiele ich hier den 2-Mana-2-2, der an sich ziemlich schlecht aussieht. Ja, aber oh Gott. Ach so, ja klar, er tradet dann in den. Jetzt nimmt er wahrscheinlich die Waffe für den, aber das saugt auch einfach mal unglaublich viel Damage. Oh, das ist eigentlich eine schwierige Entscheidung. An seiner Stelle würde ich mit beiden Face gehen, mit der Waffe und mit dem eigentlich auch. Es gibt überhaupt keinen Grund hier zu traden. Er tut's aber, was ich jetzt nicht schlecht finde. Okay, er geht dafür mit der Waffe ins Face und mit dem. Seinem Dreier-Drop auch. Oh, hier gibt es viele Optionen für mich, ehrlich gesagt. Weil ich könnte zum Beispiel greedy sein, in Anführungszeichen, und hier traden. Dann würde er das machen, dann hätte der 4. Ich will aber irgendwie den erledigen, ja. Der Ogre sieht schon mal. Ja, doch, 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 ja. Wenn ich jetzt einfach mal ein Secret hätte, irgendeins wirklich, hier dieses Block einen Angriff oder Rächer, das wäre so gut. Aber habe ich leider nicht, weil den hätte ich den vor dem Secret genommen beispielsweise, wobei das wäre auch extrem unwahrscheinlich im Paladin. Ja, oh mein Gott. Ja, das ist bitter, dass er da noch einen Klingenwirbel hatte. Ja, ich glaube, das Game ist leider verloren. Aber naja, ja, mit dem Early Game, ja, keine Ahnung, Mann. Wird schwierig. Ich glaube, das reicht für den ersten Teil auch so aus. Das ist lethal, oder? 5, 6, 7. Ja, da kann nicht mehr viel passieren, leider. Ja, schade, aber ich habe trotzdem jetzt kein allzu schlechtes Gefühl. Ihr seid natürlich gern dazu eingeladen, wieder zuzuschauen bei dem zweiten Teil dieses Arena Runs. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zocken. Macht's gut, Leute, und bis bald.